Na, olle Käsekrokette. Ich habe hier diese, du kennst doch diese Erdnüsse, die so rosa mit Karamell überzogen sind. Smarties. Nein, es gibt so Erdnüsse, die so eine rosa Schicht drumherum haben. Ah. Ich habe hier so welche, schmecken aber nicht. Jetzt bin ich traurig. Das tut mir leid. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Okay. Bis Gut. nächste Woche, Flo. Ciao. Und nächste Woche habe ich keine Lust. Ich doch, ich habe auch keine Lust und trotzdem bin ich hier. Ach so, ja. Ach, dann schneide ich zur Feier des Tages mal die Grapefruit auf. Mach das. Ich zerfleische gerade mein Fleischkäsebrötchen. Mach das. Sechs, 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 sechs. 666. The Werkzeug of the Beast. Ich habe natürlich extra Grapefruit-Esswerkzeug. Ein So ein. Gesicht. Das habe ich auch. Das will aber keiner sehen. Isst man so nicht Grapefruit, indem man einfach das ganze Gesicht in die halbe Frucht drückt und so lang wildert, bis Nein. alles im Schlund verschwunden ist? Wir sind doch keine Wilden. Hallo, sprich bitte nur für dich. Ich bin doch keine Wilden. Ich habe so ein Messer mit Biegung, von dem ich übrigens festgestellt habe, dass es zum Kürbisschnitzen sich sehr gut eignet. Würde ich nächstes Jahr früher dran denken. Eher eine konvexe oder eine konkave Biegung? Das kommt drauf an. Nee, kommt's nicht. Doch. Eine Grapefruit-Innenschalenförmige. Mehr wie so eine Sichel oder mehr wie so ein Säbel? Ich habe da einen Löffel mit Zacken. Okay, geht's noch um Grapefruit oder willst du mir wieder das Auge rausnehmen? Das würde ich auch gerne. Weil das eine steht hier so ganz einsam im Regal. Aber dann kannst du nicht mehr Pirat spielen. Dann bin ich aber Doppelpirat. Nein, dann bist du blind. Ja, dann kann ich zwei Augenklappen tragen und bin Pirat. Pirat, Pirat. Seeräuber oder Politiker? Ich bitte dich, Seeräuber natürlich. Ja. Stimmt, das andere würde echt zu weit gehen. Ja, hallo. Was hast du denn so in der letzten Woche? Es ist schon wieder eine Woche her, Das ja. ist schon wieder eine Woche her. Unfassbar. Was hast du denn da so erlebt? Ich habe Fleischkäsebrötchen. Oh, ist schön. Ich esse jetzt meine Grapefruit. Ich habe übrigens ein Aua an der Lippe, da ist das besonders gut. Oh. Das Masochisten-Abendessen, sehr schön. Was habe ich erlebt? Das gleiche wie jeden Abend, Pinky. Oh, weinend eingeschlafen auf dem Schlafzimmerfußboden. Weinend beim Onanieren eingeschlafen, genau. Nee, Uni, 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 Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist aber schön. Oh nein, ich hab wirklich noch was Freizeitiges erlebt zwischendrin. Oh. Samstag, Sonntag, irgendwann am Wochenende, ich habe das Gefühl für Tage ein bisschen verloren, waren wir in Heidelberg im Zoo. Wer ist Ja, wir? wir, das angetraute Eheweib und ich. Schöne Grüße. Wird ausgerichtet, sobald sie wieder mal auftaucht. Da ist sie noch im Zoo. Schön wäre es, dann hätte ich einen Grund, nochmal in den Zoo zu fahren. Nee. Witzig. In Berlin hat gestern ein 80-Jähriger ein Wildschwein mit einem Beil erschlagen, um es zu essen. Das hatte ich auch rausgesucht, ja. Ich
bin begeistert. Es war ein ehemaliger Metzger. Auf einem Supermarktparkplatz übrigens. Das fehlt noch in der Meldung. Ich glaube, Berlin bekommt sein Wildschweinproblem ganz von alleine in den Griff. Dit ist Berlin. Du warst ja gerade mit deiner Frau im Zoo. Ach, das war schön. Aber leider waren sehr viele Eltern da. Oh. Mit Nachwuchs? Ja, klar. Das ist schade. Ja, die Kinder sind immer nur so schlimm wie die Eltern. Ja, das stimmt. Und entsprechend probiere ich mich gerade auch selber umzukonditionieren, dass ich nicht bei den Kindern die Schuld gebe, dass sie scheiße sind, sondern den Eltern dafür, dass die Kinder scheiße sind. Ja. Ja. Insofern hätte man das Menschenzeug einfach hinfortgefortet. Wäre es ganz hübsch gewesen, ja. Kein so großer Zoo, war mal irgendwie in 2 Stunden noch durch, aber sehr hübsch und liebevoll gestaltet. Auch so von der Botanik her echt nett. Also schön angelegt. Nee, war gut. Und danach waren wir Kuchen essen. Kuchen ist immer schön. Yep. Zookuchen? Also so diese kleinen tierförmigen Kekse? Nein. Ich hatte einen Apfelkuchen, also ein Stück Apfelkuchen, das aber beinahe nur aus Äpfeln bestand, weshalb es äußerst super war und nur ganz wenig und auch sehr trockenen Teig hatte. Das war echt toll. Hm. Und die Frau hatte irgendwas Käsekuchiges. Pfui. Was hast du gegen Käsekuchen? Käsekuchen enthält Quark und Quark ist verdorbene Milch und niemand sollte verdorbene Milch essen. Man sollte nicht über vergossene Milch essen, jammern, aber natürlich kann man verdorbene Milch essen. Ja klar, man kann auch verwesendes Fleisch essen. Und du trinkst ja auch verdorbene Trauben. Ich bitte dich. Also Wein kommt bei mir nur dann ins Glas. Der Schnaps alles. Ja, so ungefähr. Nee, also das ist wirklich so allerletzte Dings. Pfui. Na, es kommt immer drauf an, was für ein Wein, weil... Dachte ich auch eine Zeit lang. Nein. Nein, doch ab und zu mal, aber ich kriege ja von den meisten Sachen grundsätzlich Sodbrennen, deswegen... Die Leute denken immer nur aus irgendwelchen Gründen, ich wäre besoffen. Ich verstehe gar nicht, warum. Es ist eine sehr unsaure Grapefruit. Das ist sehr schön. Finde ich auch. Sie spritzt gar nicht so wie andere ihrer Art. Vielleicht musst du nur an andere Stellen drücken. Das hebe ich mir für nach der Sendung auf. Mit den Fingern rein und dann nach oben und ist ja auch egal. Sprich weiter, ich notiere. Das machen wir nach der Sendung. Okay. Solange deine Frau noch weg ist, können wir das hier. Ich habe eigentlich nichts erlebt letzte Woche. Du hattest deinen halben Urlaub, oder? Ungefähr, ja. Und es hat tatsächlich auch geklappt, wie ich es geplant hatte. Sehr schön. Also ich konnte so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde länger schlafen. Mhm. Ich habe geschlafen. Mhm. Sehr gut. Ja, meistens 2-3 Stunden vielleicht höchstens gearbeitet und dann war Ruhe. Das klingt gut. Und wir leben ja in einem Bundesland, in dem Feiertag war am Donnerstag. Das war auch gut. Oh. Für dich nicht. Ich bin noch nicht so überzeugt davon. Dass Feiertag war. Mir ging der Tabak aus an dem Tag, also fuhr ich nach Wiesbaden, wo natürlich kein Feiertag war, weil Hessen. Mhm. Ein Graus. Sodom und Gomorra. Nicht nur, weil es Wiesbaden war, was sowieso schon eine Zumutung für sich ist, sondern auch Dings. Menschen in Autos. Das macht man ja auch nicht. Man geht ja nicht nach Wiesbaden an einem Feiertag. Also wenn da keiner ist. Oder überhaupt.
Ja, das oder überhaupt klingt wirklich nach einer praktikablen Lösung. Weißt du, selbst Frankfurt ist nicht so schlimm wie Wiesbaden. Na, das möchte ich doch bezweifeln. Ja, ich bin jahrelang gependelt. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber Wiesbaden, also der Verkehr, finde ich, ist ungefähr gleich, aber Frankfurt hat wenigstens richtige Straßen. Wiesbaden hat halt so kleine Pissgassen. Und Wiesbadener. Das kann nicht funktionieren. Na gut, ja, Wiesbadener sind natürlich Negativpunkt an Wiesbaden. Also falls wir Hörerinnen in Wiesbaden und Frankfurt haben, was ist falsch mit euch? Ich schätze ja mal, dass die Namensgedächtnis kommt. Stockholm. Syndrom, nein. Diese Frau, die Podcasts macht und woanders gewohnt hat und hier hingezogen ist. Der Ralf. Nein, warte. Der andere Ralf, warte, die mit dem Käsekeller. Lara. Die wohnt doch in... Die hört uns bestimmt nicht zu. Nein, vermutlich nicht. Dann müssen wir uns auch nicht entschuldigen. Yay. Ach, ja. Feiertag war, da warst du dran, entschuldige. Es war Feiertag, ja. Unsaubererweise unterbrochen. Eigentlich habe ich nicht mehr zu erzählen gehabt. Wie hast du Halloween verbracht? Wie es sich gehört, im Bett mit einem Horrorfilm. Gut. Was gab's Gutes? Ich überlege gerade, weil ich geguckt habe, The Witch. Und ich fand ihn tatsächlich ziemlich gut. So okay. Eine Puritaner, Amerika, da, ja, also Besiedlungszeit, Kingsbums okay. Und dann, ja, doch. Ja. Würde ich weiterempfehlen. Einen Tag vorher hatte ich geguckt Tales of Halloween. Das ist so ein Episodenfilm mit 10 kurzen Geschichtchen. Er war manchmal ganz lustig, manchmal war er sehr bizarr und teilweise habe ich nicht verstanden. Da waren dann so das Übliche dabei von Creepy Kids, die dann die Erwachsenen umgebracht haben, über irgendwelche komischen Außerirdischen. Okay. Und sehr lustig fand ich auch eine Geschichte, da gehen die große Schwester und ihr Freund gehen mit dem Jungen so rund und sagen, hier, wirf dem mal Eier an die Tür. Der ist immer so grumpy und dann wird der Junge natürlich erwischt. Und dann zieht der alte Mann, der da wohnt, der dann irgendwann seinen Hut abnimmt und zwei kleine Teufelshörnchen hat, zieht dann mit einem kleinen Menschen mit genau diesem Kostüm von dem Jungen durch die Stadt und richtet allen möglichen Schaden an. Sie klauen Autos und sie zünden Mülltonnen an. Und irgendwann wird der Junge dann zum Schluss verhaftet und es stellt sich aber heraus, dass der Teufel eben mit einem, ja, keine Ahnung, irgendeinem kleinen Dämon oder irgendwas in diesem Kostüm rumgerannt ist. Ach, wie cool. Es war, ja, das war ganz lustig. Das ist tatsächlich was man so mal so im Halloween-Partyabend oder so gucken kann. Ja, cool. Ui, ui. Oh. Halloween. Achso, ich habe mich an Halloween ein bisschen geärgert. Oh, das ist schön. Wir wohnen ja gegenüber von einem Kindergarten. Ja. Und der hatte scheinbar für die Insassen ein Halloween-Abend-Special gedacht. Und die mir angetraute Ehefrau und ich haben Kürbisse geschnitzt gehabt. Die auch schön draußen standen und beleuchtet und keines dieser Kackpratzen hat auch nur geklingelt und wollte Süßigkeiten. Mehr für dich? Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Auf der einen Seite ja, weil das schon die zweite Hose dieses Jahr ist, die mir zu locker wird und ich daher natürlich mich wieder in die Hose reinfressen könnte. Auf der anderen Seite natürlich nein, weil
Ich sollte mich nicht in diese Hose reinfressen. Ja, meine Hose wird ein bisschen enger, habe ich so das Gefühl in den letzten Tagen. Ja gut, es wird Winter. Ja, ich glaube, es liegt eher an den Tafeln Schokolade, die ich so in mich reinstopfe. Ach ja, klar. Winterspeck. Ist doch ganz klar. Ja. Ach, was soll's. Vielleicht kommt im Winter wieder so eine schöne Magen-Darm-Grippe, dann nehme ich wieder ab. Neben dem Sommerspeck ist der Winterspeck der verbreitetste. Ich habe ja am liebsten Bacon. Bacon-Darm-Grippe. Salzig rein, salzig raus. Es knuspert so schön in der Schüssel. Apropos, ich habe mal wieder Müsli gekauft. Für so Cornflakes mit Zuckerguss drüber. Ah, ja. Diese schönen haben gecruncht in meinem Bauchnabel. Oh ja, ich erinnere mich. Am nächsten Morgen waren sie matschig. Ja, gut. Man muss sie halt trocken lagern. Ja, das ist aber ein Bauchnabel, natürlich. Ja. So. Mensch, Flo. Fump. Das ist ein gutes Stichwort. Ich gehe mir kurz noch ein Bier holen und bin gleich wieder da. Mein heutiger... Hm? Dir was mitbringen? Ich habe was. Ich werde es dem Publikum erzählen, bis während du wieder da bist. Ja. Na toll. Genau. Mein Tee ist nämlich heute passend zur Grapefruit, also halbwegs passend, Blutorange. Und das habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Das steht auf dem Zettelchen am Teebeutel für alle vegetarischen Vampire. Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß eh nicht weiter. Ich weiß mich nicht, was ich erzählen soll, wenn der weg ist. Meine Grapefruit ist alle. Tja, das war's schon. Ich bin ein wenig müde. Wir lauschen einfach ein bisschen den Geräuschen, die... Was ist Messer? Den Messersuchgeräuschen. In Wirklichkeit habe ich das Messer natürlich in meiner Hand. Es steckt drin. Zwischen Mittel- und Zeigefinger. Hallo Schatz, ich rede gerade Blödsinn. Und du? Seit wann redest du Blödsinn? Wie lange bist du schon weg? Ja, nie lang genug, Flo, nie lang genug. Es ist wie eine Ewigkeit, wenn du nicht da bist. Ach ja, ist schön, oder? Ja. Ja. So ist das. Hast du eigentlich schon Antworten bekommen auf deine Frage? Ich hatte Fragen. Ach so, nein. Ja. Mir antwortet keiner. Ich glaube, das hört ja auch wirklich gar keiner. Ich könnte das verstehen. Du meinst, die Podcatcher laden das nur runter und die User löschen es genervt wieder? So wie ich das auch mache. Ich höre jede unserer Folgen. Ja, beim Aufnehmen live. Nee, danach immer nochmal, um zu hören, was wir alles für einen Quatsch gemacht haben. Ich nicht. Um mich also, quasi selbst zu bewerten und schlecht zu fühlen. Ich höre ja immer nur so vorne und hinten ein bisschen was, um es abzuschneiden. Und dann höre ich natürlich das durch, was hier unser Publikum nicht zu hören kriegt. Und schneide da die Highlights raus. Die Pre-Show. Ja. Und die Post-Show. Apropos Post-Show. Es könnte sein, dass der Brief... Träger, Paketmann klingelt. Jetzt? Heute noch. Ja, diese Amazon-Boten, die kommen unglaublich spät. Was natürlich den Vorteil hat, man ist zu Hause. Wahrscheinlich kommen sie deshalb spät. Bei mir kommt das ja meistens mit Post oder Hermes. Auch Hermes kommt inzwischen gerne nach 20 Uhr. Da bräuchten die bei mir gar nicht mehr zu kommen, da stehe ich nämlich nicht mehr auf. Ach, das ist die Zeit, wo ich gerade... Was zur Hölle? Was? Das Geräusch hier? Ja. Ich habe nur mit der Messerklinge über meinen Arm gekratzt.
Ah, weil es hat gejuckt. Jetzt blutet es. Dachte doch, das Geräusch kenne ich irgendwoher. Ich habe das Gefühl, ich habe seit dem Potsdok mein Messer nicht sauber gemacht. Oh. Dann sind da aber noch viele DNA-Spuren dran. Ja. Ach ja, sie werden uns alle nächstes Jahr fehlen. Die meisten. Ach, ach, ach. So, Flo. Ja. Ich bin total wach. Du bist total wach und du bist bestimmt auch völlig motiviert, irgendwas hier mit Themen zu machen. Und Content. Ja, ich habe tatsächlich Themen, wieder so das Übliche. Aha, das Übliche. Was willst du? Sex, Film? Drugs und Rock'n'Roll. Okay, ich hätte einen Film, einen Comicstrip und was Skurriles. Dann Comicstrippe für mich. Okay. Dann mache ich heute mal das, was ich seit der ersten Folge immer wieder ankündige. Mickey Maus. Yay. Yay. Jeder kennt Mickey Maus, glaube ich. Wird gerade 90 Jahre alt. Echt? Ich glaube sogar diese Tage. Krass. Ja. Das ist echt schon ein altes Vieh. Ich dachte ja, Mäuse würden nur so vielleicht 2-3 Jahre alt werden. Das kommt immer auf die Maus an. 18. November lese ich hier gerade. Ah, ja. Das ist ja schon bald. Steamboat Willie, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber ja. Es gab ja vorher schon diesen anderen, wo Mickey Minnie sexuell belästigt. Seitdem nenne ich meinen Willie immer Steamboat. Mhm. Ich nenne ihn immer Mausi. Nur wenn du mit der Patsche ankommst. Oder mit der Katze. Oder mit der Mausefalle. So, ja, Dings. Wie gesagt, 1928 die ersten Mickey-Auftritte im Kino. Und 1930, und zwar bereits am 13. Januar, gab es den ersten Mickey-Maus-Comic-Strip. Und zwar von Walt Disney himself. Ich habe die gelesen, ja, kann man, ist okay. Und dann sagt aber die Legende, dass Walt Disney irgendwann mal den Zeichner aus dem Studio Floyd Gottfriedson gefragt hat, kannst du mal hier für mich übernehmen, so eine Woche oder zwei? Und ab 1. April 1930 hat er das dann auch gemacht. Und diese Woche oder zwei ging bis zum 15. November 1975. Also Walt Disney hat irgendwann gar nicht mehr was gesagt, sondern hat ihn einfach weitermachen lassen. Es gibt viele der Geschichten aus dieser frühen Zeit, also es sind nicht diese normalen Gag-Geschichten, wie man sie heute kennt, diese ein Witzchen am Tag, sondern es sind wirklich langformatige Abenteuergeschichten auch dabei. Also wie so ein Fortsetzungsroman? Genau. Mhm. Das war damals auch noch, noch ziemlich häufig. Mittlerweile ist etwas aus der Mode gekommen. Und manche der Geschichten waren Adaptionen der... Mach ruhig weiter. Ich hör dir zu, ich putze nur dabei meine Messer. Ah, das klang, als würdest du Chips essen. Nein, das waren die Taschentücherpackungen. Also Adaption der Cartoons. Er hat dann aber auch einige eigene Geschichten geschrieben, unter anderem auch hat er das schwarze Phantom, wenn du das kennst, erfunden. Das von Edgar Wallace? Genau das, ja. Nein. Okay. Also wenn du so in den frühen 90er, also wenn du alte, wirklich alte, lustige Taschenbücher gelesen hast früher. Ja. Dann kennst du diese Geschichten auch mittlerweile. Gibt es die Figuren zwar auch alle noch, aber ich finde es nicht mehr so aufregend. Und auch klar, Figuren wie Peck-Leg Pete, den man hier als Kater Carlo kennt. Der hatte damals halt ein Holzbein, deswegen Peck-Leg. Ah. Und es gibt eine frühe Geschichte aus den frühen 30er Jahren. Das, was ich schon so lange angeteasert habe. In dem Mickey Maus auf Zigeuner trifft. Mhm,
Das Ganze ist natürlich politisch vollkommen unkorrekt. Na, heute zumindest. Das, ja. Oder damals schon. Ah, vermutlich auch damals schon. Also es gibt auch spätere Geschichten, so Parodien auf Robinson Crusoe oder sowas. Oh, die waren damals schon schlimm. Okay. Aber was ist denn da los? Ja, das ist ein guter Zeitgeist vermutlich. Ja. Ich mag keine Geister. Auf jeden Fall hatten diese, ich benutze das Wort trotzdem jetzt, Zigeuner, weil es ist halt in dieser Geschichte so, Gewänder an, auf denen Hakenkreuze waren. Was? Ja. Es war noch vor 1933. Es war damals einfach so als Rune und der hat sich nichts dabei gedacht. Aber es gibt sogar so kleine Bildtrenner mit Hakenkreuzen drin. Und wenn du das heute liest und dir anguckst, denkst du, what the fuck? Was ist denn da los? Also Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre ist natürlich Mickey Mouse auch in den Krieg gezogen und hat gegen Hitler gekämpft. Ja, mir also sind jetzt, da so diverse Clips von Donald Duck im Kopf. Da habe ich auch überlegt, ob wir das nicht mal so live in der Sendung gucken sollten. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich auch Mickey, also ob es auch Mickey Mouse Filmclips gibt. Im Film glaube ich nicht. Also würde mir jetzt keiner einfallen. Dann gibt es, glaube ich, verschiedene Donald Duck, oder? Es gibt mindestens zwei Donald Duck. Das eine ist das bekannte des Furious Face. Genau. Ja. Und es gibt noch irgendeins mit irgendwas mit Education, ich weiß nicht mehr genau. Es gibt aber diverse Bugs Bunny Geschichten. Auch da könnten wir vielleicht mal machen, weil glaub mir, das ist so bizarr. Okay. Ja, also es ging eine ganze Zeit weiter. Mhm. Wie gesagt, bis 75, aber bereits Ende der 40er Jahre hat so diese Geschichten-Ära geendet. Also Gottfriedson hat den Strip weitergezeichnet und hatte vorher schon nicht alle Geschichten selbst geschrieben. Aber jetzt ging es dann weiter, dass es wirklich nur noch so diese Gag-a-Day-Geschichten waren. Und da hat er nur noch gezeichnet und so gut wie nichts mehr selbst gemacht. Da hat sich dann das Ganze so geändert und ja, kann man auch noch lesen, aber so die klassische Ära war halt wirklich so die erste Hälfte seines legendären Runs an diesem Comic-Strip. Jetzt muss ich dich aber doch mal, einfach weil es mir so selber gar nicht präsent ist, fragen. Walt Disney. Ja. Womit hat der angefangen und warum ist der eigentlich berühmt, wenn der nicht selber gezeichnet hat? Das ist eine längere Geschichte. Wir haben Zeit. Ja, das. Also, der hat schon selbst gezeichnet. Er war auch also Zeichner in den Disney Studios und hat unter anderem halt Mickey Mouse erfunden. Und ja, gut, aber er muss ja vorher quasi schon die Disney Studios gegründet haben, oder? Als Namensgeber. Ja, als Disney Brother Cartoon Studios in 1923 bereits. Okay. Und dann später dann ab 1929 Walt Disney Productions. Wisst ihr, damals gab es ja bei den Kinofilmen immer Nachrichten und Cartoons dabei. Mhm. Und sie haben halt versucht, so ihre Cartoons auch unter die Leute zu bringen damals. Da gibt's, wie heißt das, Oswald the Lucky Rabbit. Das sagt mir was, ja. Ich glaube, das hatte ich dir schon mal was erzählt von, ja. Vielleicht deswegen. Genau. Bildungsauftrag. Das war eine Cartoon-Serie mit einem glücklichen Hasen namens Oswald. Und um die ist Walt Disney beschissen worden. Also da hat ein anderes Studio, hat ihm da die Rechte geklaut. Und Disney hat tatsächlich erst vor ein paar Jahren sich diese Figur wieder zurückgekauft. Ich meine, die kaufen ja mittlerweile alles. Ja. Sie hatten auch damals ganz am Anfang, das habe ich auch schon mal, kann man auf YouTube finden, das ist ganz interessant, die Alice-Comedies. Also so Alice im Wunderland-Geschichten, aber mit einer Realschauspielerin, die dann halt in so einer Zeichentrickwelt agiert. Das ist für die
Mitte der 20er Jahre eigentlich schon ziemlich gut gemacht. Ich meine, klar, nichts zu vergleichen mit heute, aber... Ah, da kann man nach googeln und trifft da auch auf Resultate, ja. Genau. Mir fällt gerade auf, und ich weiß nicht, ob mir das vielleicht letztes Mal schon aufgefallen ist, als du darüber berichtetest, aber Oswald, der lustige Hase, sieht irgendwie erschreckend ähnlich aus wie Mickey Mouse. Ja. Er war vielleicht nicht ganz so kreativ beim Zeichnen damals. Unter Umständen. Er hatte dann aber scheinbar viele gute Ideen, also hat ja Mickey auf den Weg gebracht. Mhm. Das war ja dann schon mal ein Erfolg. Und er hat sich dann um diese ganzen klassischen Disney-Zeichentrickfilme gekümmert. Also angefangen mit, wann war das denn? 1929, glaube ich. Schneewittchen. Okay. Nee, 1929 kann nicht sein. 1929 war, Ende der 30er war das dann. 1929 1937 war ja. 37, genau, ja. Ja, und Wahnsinn. Er hat auch für das Militär während des Zweiten Weltkriegs Propagandafilmchen gemacht. Gut, das haben die Studios damals dann halt alle. Ja. Ja, und hat die Vergnügungsparks aufgebaut und hat für sich richtig ein Imperium geschaffen. Und sich dann in der Schweiz bestatten lassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, einfrieren, sagt die Legende. Oder besser seinen Kopf einfrieren. Zum Thema bestatten lassen, muss ich ja immer an Charlie Chaplin denken. Dessen Leichnam, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch in der Schweiz, irgendwo am Genfer See, glaube ich, bestattet wurde und mindestens einmal geklaut wurde, um Lösegeld zu erpressen. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber ich glaube, da gab es auch andere, denen... Auf jeden Fall. Ja. Aber die Idee finde ich eigentlich witzig, weil das so eine Entführung ist, ohne dass wirklich jemand lebensbedrohliche Schäden davon tragen könnte. Es war 1978. Am 1. März, da haben ihn zwei Leute ausgebuddelt. Hat bis Mai gedauert, bis sie erwischt haben und sie haben ihn dann wieder vergraben. Herrlich. Wobei man sagen muss, die Erde war wahrscheinlich noch locker. Er ist ja erst Ende 1977 gestorben. Jetzt weiß ich nicht. Da bin ich gerade gar nicht so firm drin. Wie schnell vermodert man denn so? Ich meine jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine ein Jahr alte Leiche, buddel ich da vielleicht aus und dann habe ich vielleicht eben nicht nur das Skelett in der Hand, sondern eben auch Gammelfleisch. Also es waren ja tatsächlich kein ganzes Jahr, es waren ja nur ein paar Monate. Das macht's nicht besser. Ich denke schon, dass der noch ein bisschen matschig war. Das ist ja ekelhaft. Wer macht denn sowas? Bah! Ich glaube, da klaut man besser den ganzen Sarg. Ja, da wartet man halt ein Jahr länger. Also bitte. Das ist aber keine organisierte Kriminalität. Nee, das ist eher sowas, was ich uns zutrauen würde. Ja, ein sogenannter dummer Jungenstreich. Ja. Wir rufen natürlich nicht dazu auf, Leichen Charlie zu Chaplin zu... Ja. Klaut lieber den Kopf von Walt Disney. Oh ja. Apropos Köpfe und ich habe angefangen, Futurama zu gucken. Mal so von perfekt. Vorne und ne? Ja. Ich hatte ganz vergessen, wie lustig es eigentlich ist. Ja. Steht auch auf meiner Liste, dass ich das irgendwann mal wieder gucken will. Aber ich stecke ja immer noch mitten in meiner Ein Käfig voller Helden, Wiederholung. Mhm. Apropos Dinge, die ich mal gucken will oder kann oder soll. Die Neuverfilmung von Sabrina. Pro-Kontra-Enthaltung.
nicht gesehen, weil nix Netflix. Ja. Ich gehöre zu diesen komischen Leuten. Aber da ich die Comicvorlage kenne, ja, absolut pro. Okay. Es ist halt nicht die so Comedy-Serie, ja, ja, aber ich glaube, es könnte ganz lustig sein. Gut, dann schreibe ich das auf meine imaginäre Liste und guck mal irgendwo eine Dings-Folge. Folgendings. Genau. Ich habe auch gerade etwas auf meine Liste notiert. Ich hatte seinerzeit mal eine Idee für einen Podcast. Damals? Damals, von dem ich wusste, dass ich das nie umsetzen würde. Aber ich kann Ideen klauen davon. Haha. Das heißt, das nächste Mal erzähle ich dir etwas über den Hauptdarsteller von Ein Käfig voller Helden. Oh ja, mach das mal. Aber erst das nächste Mal. Was hast du denn für Themen noch? Als ob ich Themen hätte. Ich könnte dir erzählen, dass ich Atomphysik wirklich hasse. Nukular. Kernphysik hingegen ist großartig, aber Atomphysik macht mein Gehirn kaputt. Das ist die Strahlung. Ah. Ja, und Festkörperphysik ist irgendwie mehr Arbeit, als es sein sollte, aber macht wenigstens ein bisschen Spaß. Na, wenigstens. Ja. Und ich sag noch, studiere Ausdruckstanz. Ja, hätte ich nur was Richtiges gelernt. Ja. Ich wollte ja eigentlich Schreiner, aber nein. Ach, Schatz, Schreimer. Na! Passend dazu halte ich übrigens mein Messer in der Hand. Ach, du auch. Kennst du Bruce Lee? Ja. Also den, der mit einem E hinten geschrieben wird? Ich bin die Tage auf einen Was Artikel zur Hölle? Gestoßen. Wusstest du, dass es einen Filmgenre gibt namens Bruceploitation? Nein. Damit wollte man Geld machen, nachdem der echte Bruce Lee gestorben ist. Ach, und einer der wichtigsten Vertreter ist eben Bruce Lee mit L.E. hinten. Bruce Lee. Er hat Filme gedreht wie Inframan. Der hat unfassbar viele Filme gedreht. Ja. Re-Enter the Dragon. Challenge of the Tiger. Man könnte glatt meinen, das wäre... Also der letzte der Liste ist von 2014. Mhm. Wobei das, das ist eine lange Pause dazwischen, was 1992, also da wird wahrscheinlich ein Gastauftritt gewesen sein. Der hat aber auch Sex and Zen, eine 1991 Hongkong Erotik Comedy Dings gedreht. Wer nicht? Ich hatte Schnupfen und durfte nicht. Och. Ich dachte immer, der wäre dabei gewesen. Er hat aber auch einen 1980er Film gedreht, The Clones of Bruce Lee. Oder Enter Another Dragon. Oh Gott. Ja. Sex and Zen gibt es scheinbar auch in einer Neuauflage, die 3D Sex and Zen heißt. Oh. Das ist schön. Ich mag ein bisschen Tiefe in meinen Hügeln. Wobei ich auch sagen muss, bei Zen muss ich immer an die wilden 70er denken. Ja. Es basiert übrigens dieser Film auf einem Erotikroman aus dem 17. Jahrhundert. Oh. Oh. Finden wir das gut? Ich weiß nicht. Ich habe zu viele seltsame Erotik-Dinge gesehen in den letzten 10 Tagen. Ich hatte dich also, gewarnt. Falls unsere Follower einfach mal das vielleicht noch nicht so bekannte Genre Pumpkin Porn erkunden wollen, fühlt euch frei, aber seid gewarnt. It's a really great pumpkin, Charlie Brown. Mhm. Ja, und er bewegt sich auf und ab und vor, zurück und wackelt. Riecht komisch.
Viel Spaß beim Suchen, ihr werdet es nicht wieder vergessen. Es gibt übrigens auch Sex und Sen 2 und 3. Oh. Das sind aber keine Sequels auf der Handlung, sondern haben das ist wirklich ganz eigenständig. Ja, ja. Andere Geschichten, die aus diesem Sex-Manual raus entstehen. Ist ja abgefahren. Ja. Und in Hauptdarsteller wird Bruce Lee aber nicht aufgeführt. Warum eigentlich nicht? Hallo? Sag bloß, der hatte nur eine Nebenrolle. Dann gucke ich den nicht. Ja. Aber es ist schön zu sehen, wie, wenn man so die Wikipedia-Artikel zu Sex and Zen durchblättert, von 1 bis 3 einfach immer weniger Namen der Darsteller überhaupt einen Wikipedia-Artikel haben. Bei Teil 3 ist es nur noch einer, der überhaupt einen Artikel hat von 10 oder sowas. Das ist oft so bei den Fortsetzungen, dass es immer, immer schlimmer wird. Ja, warte ab, bis Alt und Verbittert 2 und 3 rauskommen. Ach, der zweite soll doch ganz gut sein. Ja, aber beim dritten? Naja, ist wie bei der Pate. Oder dann bei Star Wars. Eins und zwei ist noch ganz in Ordnung, aber drei. Ja, und dann die ersten drei. Also die anderen. Die meinte ich doch. Ach so. Die sind noch in Ordnung? Ich wollte ein bisschen Unfrieden stiften zwischen unseren Followern. Also zwischen mir und unseren Hörern. Es gibt in der Bruceploitation übrigens andere Darsteller wie Bronson Lee, Bruce Lee, Bruce Lee mit I hinten. Diverse, die EI oder IE oder Bruce Liang oder Bruce mit Y Lee oder Bruce Tai. Das ist einfach furchtbar verstörend. Brute Lee. Lee Bruce. Dragon Lee. Ach ja, und Jackie Chan. Wer ist das denn? Es ist. Ich weiß auch nicht. Ich bin darauf gestoßen, als ich einen Artikel gelesen habe von jemandem, der mal in einer Videothek gearbeitet hat. Mhm. In den frühen 90ern, als es sowas gab. Und der besonders schlau sein wollte und gedacht hat, hey, die haben da was falsch geschrieben und hat überall ein weiteres E angefügt an die ganzen Filme. Ach, nein. Es gibt Comics zur Bruceploitation, sehe ich gerade. Videogames. Und es endete erst, als Jackie Chan tatsächlich dann sich einen eigenen Namen gemacht hat. Wahnsinn. Tja, man lernt nie aus hier in diesem Podcast. Es gibt übrigens ein spanisches Buch. Bruceploitation Los Clones del Bruce Lee. Und jetzt gucke ich mal, unter welchen Kategorien das in Wikipedia ist. Während du das tust, werde ich hier in unserer, werde ich dir das Ergebnis unserer repräsentativen Umfrage, ob wir mehr Kommentar Sie es im Podcast machen sollen. Das Ergebnis ist einstimmig und heißt großartig, möchte mehr. Gut, dann werden wir in irgendeiner nächsten Folge das The Furious Face besprechen. Oder die Bugs Bunny. Mal gucken. Das wird super. Ja, ja. Exploitation-Filme. Da reden wir ein anderes Mal drüber. Da gibt es. Bekäme ich eine Mark jedes Mal, wenn du diesen Satz sagst, ja, wäre der Podcast finanziert und ich reich. Aber da gibt es tolle Titel wie I Dismember Mama.
Dirty Cop, no Donut. Nein, das müssen wir halt anders mal machen, weil sonst heulen wir gleich. Ich habe dir auch noch einen Film mitgebracht. Und, ja. Ja, was denn? Du kennst das doch, wenn so die Horrorlegenden aufeinandertreffen. Ja, klar. Es gab ja früher schon Frankenstein trifft den Wolfsmenschen. Meine Mutter trifft meine Ex-Freundin. So, der war aber ab 18, oder? Na toll. Deine Mutter ist nicht jugendfrei. Na toll. Ja. Deiner Mutter schicke ich eine Kopie von dem Podcast. Nur so ein Audioausschnitt. Ach, du meinst unser letztes Intro? Den Zusammenschnitt des Herrn Zweikatz? Ach so, das ja, okay. Ich möchte den Herrn Zweikatz übrigens grüßen. Er hat all diese Sachen wirklich gesagt. Ja, und ich hörte auch in seinem letzten Sonntagmorgen? Danke. Dass er sich darüber verwirrt bis amüsiert zeigte. Ich habe es tatsächlich noch nicht. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Aber es klang so, wie als hättest du ihm quasi den Zusammenschnitt zugeschickt. Ja, das hatte ich. Ich habe natürlich um Erlaubnis gebeten vorher. Und darauf bezog er sich. Ich glaube nicht, dass er uns gehört hat. Na, natürlich nicht. Der hat ja Sinn und Verstand. Ja, der hat auch ein richtiges Leben. Naja. Ja, der Nächste, der so leiden wird, ist Jonas. Der hat darauf verzichtet, das Feuer hören zu wollen. Aber das werdet ihr irgendwann wieder mal so eine Ankündigung noch hören. Vielleicht, wenn ihr so lange durchhaltet in dem Podcast. Nein, aber zurück zum Thema. Es gab ja auch Freddy vs. Jason. Ja. Aber natürlich ist der Höhepunkt Ginger Dead Man vs. Evil Bong. What? Der Ginger Dead Man kennst du doch, oder? So wie Gingerbread, nur mit tödlicher. Spontan schoss mir dieses Knack- und Backmännchen durch den Kopf von Ghostbusters. Ja, sowas nur als kleiner. Pfefferkuchen. Genau. Ach, und mit dem Geist eines, mit dem Geist eines Serienkillers drin. Oh. Gesprochen von Gary Busey. Es gibt da verschiedene Filme, also eine ganze Reihe. Ginger Dead Man 2, Passion of the Crust. Und Teil 3, Saturday Night Cleaver. Okay. Ja. Und es gibt Evil Bong. Das ist eine Bong, die böse ist. Übrigens spielt in diesen Filmen Tommy Chong mit von Cheech and Chong. Ah. Das erklärt schon mal was. Es hat übrigens sehr, 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 sehr lange gedauert, bis ich merkte, dass der bei Die wilden 70er mitspielt. Ja. Umso lustiger seine Rolle. Aber egal. Genau. Ja. Auch hier gibt es eine ganze Reihe von Filmen. Der zweite Teil King Bong. Wrath of the Bong. Oh dann Mann. High Five heißt der fünfte. 666. Und dieses Jahr ist dann hinzugekommen oder kommt hinzu, ich weiß es noch nicht genau, 777. Und diese beiden Horrorlegenden sind 2013 in dem Film Ginger Dead Man vs. Evil Bong aufeinander getroffen. Als wäre einer nicht schon schlimm genug. Mhm. Ja. Das ist eine wilde Mischung dieser zwei Filme, also dieser zwei Filmreihen, die irgendwie gar nicht so richtig zusammenpassen wollen. Okay. Und es ist komplett
komplett wahnsinnig. Hm. Viele Tote, viel Gemetzel, viel schlechte Schauspieler, yeah, immer wieder Titten. Uhu. Ja, wie es sich halt gehört. Und ja, es macht tatsächlich irgendwie Spaß. Das ist ja das Schlimme daran. Es ist ein, also die beiden Filmreihen sind aus dem Studio Full Moon, das dir wahrscheinlich nichts sagen wird. Das ist richtig. Genau, es ist aber bekannt durch Filmreihen wie zum Beispiel Puppet Master, was dir auch nichts sagen wird. Das ist richtig. Da geht es um kleine, bösartige, lebendige Puppen. Ich glaube mittlerweile 12 Teile oder sowas. Ja, und einen ganzen Haufen anderen Scheiß. Vom bösen Killer-Clown bis hin zur Terminator-ähnlichen Science-Fiction-Saga. Oder mit Subspecies haben sie ihre Vampire. Die haben wirklich seit, ich weiß nicht, seit wie lange die schon, 1988 haben die, glaube ich, angefangen, Filme zu produzieren, also jetzt 30 Jahre, und haben noch nie einen Hit gelandet. Aber haben tatsächlich so einen Haufen Scheiß produziert, dass sie absolut Kult sind. Warte, 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 die haben auch die haben mit Groom Lake einen Film mit William Shatner? Ja. Beeindruckend. Ja. Sie haben auch Reihen oder Helden wie Dollman. Das ist ein kleiner außerirdischer Weltraumkopf. Der unter anderem auf die Demonic Toys trifft. Was sich selbst erklärt. Ja. Also es ist komplett Prehysteria. Ist ein Film über Dinosaurier. Aber über Mini-Dinosaurier, wenn ich es hier richtig sehe. Ich finde, man erkennt schon so ein Muster, dass es ziemlich oft um kleine Dinge geht. Ja, wahrscheinlich sind die billiger. Oder wenn man schon mal irgendwelche großen Sachen gebaut hat, dann kann man immer mehr kleine Leute da drin rumrennen lassen. Ja, das klingt logisch. Ja, also ich muss es ja zugeben, ich bin ein Fan dieser Produktionsgesellschaft. Okay. Auch wenn es echt ganz viel, ganz komisches Zeugs ist. Zum Beispiel, ich suche gerade diesen einen Titel, bevor ich ihn verkacke. Na gut, Beach Babes from Beyond. War aber nicht das. Gra, das Seemonster. Und Sakor, the Invader. Ja, nun. Nein, ich finde diesen Titel nicht, den ich suche. Irgendwas mit Bowling. Aber wer weiß, den Film habe ich nämlich geguckt, der liegt noch hier. Vielleicht stelle ich den ein anderes Mal vor. Ausgezeichnet. Ach, Flo. Ach ja. So, jetzt habe ich zwei Bier leer und immer noch Hunger. Ach, dabei ist das doch fast eine ganze Mahlzeit. Ach. Mein Tee ist auch alle. Hast du auch noch Hunger? Wie geht's deiner Grapefruit? Die ist auch alle. Gut. Wobei ich finde, wir haben das Grapefruit-Thema nicht gedingst. Zum Beispiel hätte ich jetzt im Nachhinein noch Fragen zu deiner Verzehrtechnik. Löffelst du sie wirklich mit dem gezackten Löffel? Ja. Das Schöne ist, man kann damit so richtig schön diese Ecken ausschneiden. Aha. Und am Ende habe ich dann den Saft ausgepresst. Ja. Das, ich bin nur ein bisschen enttäuscht. Ich habe gar nicht gesagt, hui, es spritzt. Ja, oder auch mein Auge. Genau. Deswegen. Oder nein, Schatz, nicht schon wieder.
Das hörst du heute Abend noch von mir. Dann ist ja gut. Nach dem fünften Mal. Ich hol schon mal den Kugelschreiber und das Maßband. Oh nein, nicht schon wieder. Das wird spaßig. Zum Glück sind die Messer sauber. Zum Glück ist deine Frau nicht da. Zu deinem Glück, ja. Du bist genauer als ich. Ich habe vorhin, als ich darauf gewartet habe, dass wir anfangen, noch eine DVD Rugrats eingelegt. Mhm. Also diese Zeichentrickserie mit den Babys aus den 90ern. Ja, ja. Und bin hier rumgelaufen und habe mich plötzlich gewundert, wo die Kinderstimmen herkommen. Was einem das, irgendwie immer schlagartig so ein ungutes Gefühl gibt. Ja, das sagt auch sehr viel über meine geistige Verfassung aus. Ach ja. Warte ab, bis es soweit ist, dass du wieder Spieluhren hörst. Ja. Spieluhren. Ist das dein Clown vor dem Fenster? Oder freue ich mich nur? Ich tue. Ach nee, es ist ein Clown. Dann ist sehr gut. Ja. Wollen wir noch was ankündigen? Okay. Und was? Dass ich Bolognese gekocht habe und sie einsetzen werde. Im großen Bolognese-Desaster von 2018. Oh, ich erinnere mich. Ich habe im Jahresrückblick darüber gelesen werden haben sein. Das wird super geworden wären gewesen. Schade, dass wir es nicht überlebt haben werden. Und ihr, die ja in 3 Monaten unsere Leichen ausbuddelt. Schande über euch. Genau. Und über eure Kuh.